will ich eine andere Fraktion haben. Accessing the feed now. We're in. But I don't know for how long. You seeing this? Way too much security, even for Advent. That's no ordinary gene therapy clinic. They were telling the truth. Or they're leading us into a trap. A really obvious trap. We'd need an army to march in there right now. I've got a better idea. Outrider, this is Central. Go. Das waren die Reaper gerade, ne? Und die infiltrieren wohl ein Gebäude. Ich meine, ich kenne die zwischen den Quenchen, aber ich halte, glaube ich, mal hauptsächlich die Klappe. With the accelerated timeline you placed upon us, mistakes are bound to happen. It wasn't our fault. No need for any of this. I will do what you ask of me. I just need additional time. Did you say something? You're one of those. You must understand. I had no choice. Outrider, report. So. You do exist. Outrider to Avenger, I have visual confirmation. Are you sure? Reapers are always sure. I'll take your word for it. Cover your tracks and get the hell out of there. They can't know we were here. Yet. Understood. Now the real war begins. The real war begins. Excitement continues to build as city centers across the globe prepare for the 20th anniversary of Unification Day. Thousands line up at the site of the Great Accord, celebrating the formation of the Advent Coalition. Keeping with their promise to humanity, 12 new gene therapy clinics will be opening in select cities by the end of the new year. Despite the attempted attack by fringe elements, operations at the new facility in Paris thankfully remain unaffected. In response to the unprovoked intrusion on the eve of our most beloved celebration, the speaker reaches out to us. 20 Jahre unter Alien-Herrschaft. Small number of dissidents again repeat the mistakes of the old world. Striking as we celebrate the benevolent savior of time and again offers only friendship and compassion. Yet these trivial actions could never break the bond between humanity and the elders. Peacekeeping forces have already made several preemptive arrests of known collaborators. Advent again assures all citizens that today's celebrations will continue as planned. Perfect. Ah, der Typ, das war geil. Approaching position. You were right. They've definitely got their hands full today. Stay focused. Prep Gatecrasher. 60 seconds. Ein Waffenscanner. Und da haben wir X4. Weiterentwicklung von C4. Now. Wumms.
Gatecrasher. Your turn. Gatecrasher. Operation Gatecrasher. Wir holen jetzt nämlich den, den wir da gerade gefunden haben, den die Reaper gefunden haben, aus der Anlage raus. Das ist der Plan. Ich muss mal kurz meine Auslastung ein bisschen im Blick behalten, nicht, dass ich hier wieder meinen Rechner überlaste. Oh, jetzt ist es ja wieder leise. One that they won't be able to cover up so easily. Move to secure the target site and eliminate any hostile contacts in the area. Das passt nicht. Der ist kein Skirmisher. Jetzt ist es ein bisschen arg leise, oder? Ich glaube, ich muss es ein bisschen lauter machen, das ganze Spiel. Moment, Edit Options. Audio. Das ist halt in den Zwischensequenzen im Master Volume einfach ignoriert. Das muss ich kaputt machen. Unsere Position ist maskiert. Jetzt ist es wieder super laut. Holy moly. So, da ist Equi schon mal mit uns. Wer bist denn du? Ah ne, du bist wirklich ein Dingens. Oh. Das ist wirklich ein Reaper, dann passt das ja. Nicht ein Reaper, ein Dingens. Bei uns andere Fraktion. Eine Special-Fraktion. Wir starten also mit der lilanen Special-Fraktion. Jetzt die Frage, wie kommen wir da hin? Weil wir werden wahrscheinlich irgendwo Gegner sein. Deswegen würde ich erstmal kurz wechseln mal auf Sarah. Oh, mit rechts hier laufe ich, nicht mit links klick. Das ist zum Beispiel sowas, was ich nicht mehr wusste. Wir gehen auf eine Überwachungsposition, sprich, wenn wir irgendwo Gegner finden, die sich bewegen. Hauen wir die, also schießen wir auf die, wenn die im Sichtweite sind. Das ist ein bisschen risky, wenn hier unten offen ist, einfach da runter zu springen. Da sind Zivilisten, die können nicht weit gucken. Jetzt die Frage, wo wir hingehen, ob wir noch weitergehen. Wird gemacht. Wie kann ich mit Linksklick irgendwo hinlaufen? So, und Equi haben wir. Keine Angst, Celi, du kommst auch gleich noch dazu. Den ist mal hier hin schicken. Oh, hoffentlich laufen die nicht nach links. Wenn die hier nach links laufen, habe ich ein Problem. Sie sind diszipliniert und gut equipped, aber ihre Obedienz macht sie predictable. Yes, Commander. Yes, Commander. Menace 1-5, you're near the target position. Near the target position. Ich glaube, man kommt hier sogar durch, ohne Gegner zu töten. Das ist aber gar nicht so hilfreich. Weil jeder getötete Gegner bringt ja ein bisschen Erfahrungspunkte. Schon unterwegs. So. Mir entgeht nichts. Überwachungsposition. Ich hoffe, ich kann dahin, ohne ein Problem zu kommen. Los, los, los! Ich muss jetzt ein bisschen verteilen, dass ich sozusagen sie gut erwische, schnell. Dass ich hier runterlaufen in die Richtung, werde ich mich wahrscheinlich eher hierhin positionieren. Was ist das denn? Rent. Melee attack with a chance to stun or disorient the target. Cannot miss. Triggers momentum and generates focus on kills. Ach stimmt, das waren diese Melee-Angreifer. Sag mal so, dann können wir sie auch hier hin bringen. Noch mehr gesehen? Nee, das ist nur das. Und wir bringen ihn auch auf Pistolen-Bereithaltung sozusagen. Bin unterwegs. Ich hoffe, sie laufen jetzt noch ein Stück weiter runter in meine Falle hinein. Sehr schön. Dann würde ich die anderen drei nämlich alle auf diese automatische Aktivierung setzen. Nämlich dich. Sogar noch ein Stück vor hier. Guck mal. Roger.
Feuerschutz. So. Verstanden. Halte die Augen offen. Und du auch noch. So. Und du rendest jetzt. Wie viel Damage macht denn das? 4 bis 5. Nehmen wir doch dich da. Die Templars, genau, mit den Templaren sind wir jetzt. Und... Zomb! Die sind nämlich ziemlich fett am Anfang. Und ich hoffe, ihr trefft, Leute. Ah, zwei Leute haben gemisst. Das ist kacke, dann kriegt er jetzt auf die Fresse. Jetzt. Der ist bis dahin gelaufen, hat es irgendwie gerade. Irgendwie ist die Animation gerade buggy. So, mit dem kann ich noch laufen, ne? Sehr schön, dann kann er wieder in Deckung gehen. Dann kann er danach wieder in Deckung gehen. Kann renten und wieder in Deckung gehen. Oh. Schwein gehabt. Bestätigt. Du gehst darüber. Solltest du ihn nämlich in der Seite haben. Sehr schön. Bedrohung ausgeschaltet. Sehr, sehr schön. Das heißt, du gehst jetzt hier rüber und wir gucken mal, ob dort noch irgendwo Gegner kommen. Man weiß ja nie. Feuerschutz. The path is clear. Und der kann sogar später noch hier so einen Block lernen. Wo er halt wirklich alle Angriffe, die nächste Runde kommen, auf ihn abwehren kann, ohne Damage zu kriegen. Das ist super stark. Ich ziehe mal nach. Bewegung! Ah, da sind noch Gegner. Siehst du? Ich wusste auch, irgendwo sind hier noch welche. Die Advent-Officers sehen mehr capable als die Grunts. Wir sind nicht sicher, ob es zu Training oder Training oder strikter Mind. Oh, sie haben uns schon entdeckt. Wie das denn? Ah, sehr gut, dass du nur auf Overwatch warst. Schade, dass du nicht getroffen hast. Konzentriere dich. Schade, schade, Schokolade. Bin unterwegs. So, rennst mal darüber. Damit wir hier die Flanke gedeckt haben und nicht hier rumlaufen. Ich habe zwar eine bessere Variante, wenn ich von oben schieße, aber ich versuche eigentlich jetzt gerade zur Seite zu kommen. Bestätigt. Kann ich nicht ranlaufen? Das kann ich, glaube ich, machen. Ohne einen Aktionspunktverbrauch meines Wissens? Nee, mit Aktionspunktverbrauch. Ich könnte jetzt den Advent Trooper töten. Ich könnte den Advent Trooper töten. Bei der bin ich nämlich dann hier hinten in Deckung. Sprinted, Baby! Die sind ziemlich episch. Mit 5 ich sogar. Nee, der braucht 6, ja. Achso, ich kann noch weiter sprinten. Guck mal. Guck mal einer an. Kann noch hier hin. War doch ohne Verbrauch. So. Ne? Das ist ja alles ungünstig hier. Da oben habe ich keine Deckung mehr vor denen, logischerweise. Ich kann nur hier hingehen und von der Seite zuschießen. Da habe ich nämlich einen hier, den da. In der Seite, hoffentlich. Komm schon. Ja, sehr schön. Über einen kritischer Treffer. Ah, oh, du hättest mal treffen können, Rico. Jetzt krieg ich hier auf die Nase. Was soll denn das? Stehe hier unter Beschuss. Oder ich bin einfach super am Sidesteppen. Ich bin einfach Sidestep Main. Bestätigt. Rücke aus. So, Equin. 48% sind nicht viel. Hoffen wir mal, dass das besser wird. Wechsel Position. Jetzt kannst du mal treffen. Jetzt hast du den schönen, eine Flanke. 78%.
Oh, direkt gekrittet. Also Ziel eliminiert. Top. Area is secure. We're not picking up any inbound contacts. Läuft. Wir haben die böse Statue gesprengt. Wir haben gar nicht unseren Operator rausgeholt. Das wäre das Tutorial gewesen. Das Tutorial angemacht, hätten unseren Operator rausgeholt. Wir haben jetzt gerade hier, jetzt kann ich Take Mission Foto machen, weil es unsere erste Mission ist. Kann ich auch randomisieren irgendwie? Einfach das mal hier, Take Foto. So. Jäger 1. Continue. Jäger 1 hat das alles geholt. Gene therapy clinics will be closed tomorrow for equipment upgrades. Initial reports that the suspension of services were the result of dissident activity have been dismissed as radical propaganda. Radical propaganda. Hier, jetzt haben wir sogar unser Mission-Foto hier. Es wurde nicht mal jemand verletzt. Das wundert mich gerade. I'm always pleased when the troops return without any reported casualties. Der can't hope for a better outcome. Most cohesion hier. Der hat nicht mal ein Level up. Interesting. Soldier compatibility. Commander, all our soldiers develop relationships over time, but some will grow faster than others. Sending compatible soldiers on missions together will allow their friends to develop into strong bonds with tactical benefits. Die vertrauen sie dann nämlich. Norbonne, die müssen erstmal hier das voll machen, dann kriegen die Bondmate. Serving as our demolitions experts, the Grenadiers provide heavy ordnance delivery when. Sarah ist unser Explosionsexperte. Die kann Kaboom machen. Sehr schön. Carry on. Kann ich ja nichts auswählen, aber hier, wie gesagt, bei dem Level-Up wird es mal ausgewählt. Was ist denn Equi? Equi ist unsere Scharfschütze. Our Sharpshooters engage enemy targets with pinpoint accuracy from extreme range. They're also trained in pistol marksmanship for the occasional close encounter. Natürlich ganz witzig. Der hat also Squad-Zeit, sprich, der kann weiter schießen, als er soll. Oh, ich bin der Melee-Typ. Oh, das wird witzig. Capable of moving independently in concealment while engaging enemies at close range. Das bedeutet nämlich, ich kann verdeckt operieren, während alle anderen schon aufgedeckt wurden, beziehungsweise vor allem die Melee-Attacke, die ziemlich heftig ist. Sehr schön. Wir haben ein Scope gefunden, das kann man auf unsere Waffen bringen für mehr Genauigkeit. Und wir haben ein paar Leichen mitgenommen. Und jetzt sind wir in unserem Schiff, sozusagen unsere mobile Basis, in XCOM. Wir sollen ins Research Lab. Schauen wir uns das mal an. Capable of generating immense power. Yet completely harmless to human life. If only the same could be said for the rest of the aliens' technology, Commander. Dr. Richard Tigan, Chief Science Officer. I am responsible for the entirety of our research here, as well as the procedure you so recently underwent. Welcome to my lab, such as it is. I'm not sure what Central may have told you, but we found something while removing you from the alien stasis suit. A device implanted directly in your occipital lobe. Had I access to the equipment available to me during my tenure at Advent, I would already know the precise nature of its function. However, given time and your approval, of course, Commander, I assure you, I will find out. Which brings to light an additional point. Though aspects of this facility are indeed impressive, I am but one man. Were you to direct additional support personnel and resources to me, I could substantially improve the speed of all our research. A farewell, Commander. Wir brauchen mehr Research Stuff. Aber wir können jetzt mal eine neue Research jetzt auswählen. Wir können überlegen Modular Weapons, dann können wir überhaupt das, so wie ein Scope, sowas wie benutzen. Hier können wir was überleben tatsächlich. Alien Biotech ist in der Story, was uns voranbringt, und Experimental Weapons sind ziemlich starke Anfangswaffen. Ich glaube, ich nehme erstmal hier das zum Überleben. I do find that area of research to be among the more intriguing options available. We'll begin work immediately.
I'll send word when a complete report is available. Dankeschön. Okay. Reworked your repulsors with some of the parts I salvaged from their old engine. Should fix that stabilization problem you had. Come on, Rover. It'll work. Commander! Getting our tech to talk to theirs is harder than you'd think. Lily Shen, Chief Engineer, at your service. You were probably expecting to see my father. In all that's happened, I'm guessing Central didn't tell you yet. He's gone. Gone. Dad gave everything he had to get us this far. This entire ship is his life's work. I know he would have loved to show you around the place himself. He used to talk about you a lot. You can be sure I'm ready to finish what he started. Might not look it, but from here, I can fabricate pretty much anything you come up with. And with a little more help, well, you'd be amazed with what I can do. It was an honor to finally meet you, Commander. Rover ist tatsächlich süß. So, Build Items. Er soll auf jeden Fall ein Medkit, zwei Medkits bauen, denke ich. Flashbang Smoke Grenade. Provides Defensive Boost. Also die brauchen wir auch. Auf jeden Fall eine gegen Psycho-Gegner dann. Weil wir so kriegen wir unsere Soldaten wieder frei. So, Build Facilities. Achso, ich muss erstmal Sachen clearen. Kann nämlich eh nichts bilden aktuell. Wir müssen also erstmal. What do you know about these gene therapy clinics, Doctor? They seem like a big draw for the cities right now. Having worked in one of the facilities, I can tell you firsthand. They do offer a level of medical care unmatched by any previous effort in our history. The aliens. Shit. Commander, good to see you on your feet again. Welcome to the bridge, the nerve center of our operation. The aliens have our entire world in their grip. Advent controls everything. Government, communications, industry, not to mention the military. And it's on us to take it all back. Resources and time are tight, Commander. It'll be up to you to decide how to best use both. The ship is yours. So, hier haben wir Supplies. Okay, warte mal, was haben wir noch so aktuell gerade? My people understand the value of our cooperation, Commander. The Elders see us as nothing more than raw materials for their design. We will take back our power and turn it against them. I greet you as an ally, facing new a shared enemy. Branded. My followers seek balance with the psionic forces that flow through the Increase earth. Increase income, recruit scientists. We channel this energy, aided by technology of our own design, to pursue justice for those who have fallen victim to the Elders and their servants. Nee, mach ich das denn? Brauch einen Resistant Ring, oder? Du bist doch nicht dabei. Ich guck mal in eine Armory. Hier haben wir erstmal ein Foto. Du warst im ersten nicht dabei, von daher hast du noch keine Dingens bekommen. Guck mal kurz View Soldier, ob du schon dabei bist. Ja, du bist schon dabei, ich nehme dich in den nächsten Missionen mit. Hallihallo, Intusible, mein Lieber. Willst du auch ein Soldat für mich werden, mein lieber Intusible? You've managed to do with this ship. I just wish he had lived long enough to see us fight back. To know that it wasn't all for nothing. Trust me. Schön, dass du wieder einschaltest. If there was one thing your father always kept in mind, du hast aber ein ziemlich schlechtes Zielverhalten, mein lieber Xeli. Ich hoffe, du wirst ein Nahkämpfer und kein Sniper, dann wird's nämlich hart. Intusible, möchtest du auch einen Soldaten bekommen? Ich würde einfach den nächsten nehmen. Ja, nicht schlimm. Aber schön, dass du wieder reinschaltest. Wie geht's dir? Wenn du viel Stress hattest, geht's dir hoffentlich jetzt besser? Ich wollte eigentlich diese Operation machen. Diese Bonding Operation. Aber ich glaube, die kann ich noch nicht machen. Dafür brauche ich Living Quarters. Personal? Nee, das meine ich nicht.
Commander, X-Commander, Avenger Objectives. Aber ich brauche doch auch Leute, die für mich sterben. Komm schon, wir machen jetzt einen Soldaten. Kenn deinen Vornamen. Warst du Julian? Dann habe ich das vorhin verballert. Wir können es einfach nur Jay machen. So. Dann habe ich das gerade vertan bei einem anderen Charakter. Hehe. Sorry. So. Ich habe dich nicht bei Equi gerade zugehört. Das war dann natürlich falsch. Da müssen wir es ja nochmal rausnehmen. Character Info. Punkt. So. Muss ich mal, wenn Equi wieder da ist, fragen, wie er heißt. So. Ich sehe gerade, bei Equi haben wir die Waffe vergessen. Die sind doch doof. Ich sehe gar nicht in der passenden Farbe. Nicht mal ansatzweise. Ja, so. Zack. So. Jetzt habe ich noch ein Problem. Ich muss kurz den Character. Mal kurz speichern. Save and exit, weil ich muss den Character Pool clearen. Sonst haben wir dann gleich Sachen, Leute doppelt drin. Weil ich natürlich aus dem Character Pool meine Charaktere hole. Ich habe jetzt nämlich ganz oft hier. Dich nehmen wir raus. Und dich nehmen wir raus. Delete Selection. Yes. So, jetzt. Stimmt das wieder, genau. Ich hoffe, wir machen jetzt nicht doppelt. So, Load Game. Load. Ich hoffe, das war das richtige Spiel, was ich lade. Ich hoffe mal, ganz oben ist das letzte, was wir hatten. Aber wie geht's dir, mein Lieber? Was war denn so stressig bei dir? Was ging denn durcheinander? So. Und eigentlich wollte ich wissen, wie ich hier... Command? Ich glaube, ich kann es einfach noch nicht. Tatsächlich. Dann gehen wir doch mal. Dann. Avenger plotting new course. Fliegen wir mal da hoch. Wir fangen also in Afrika an. Das ist ja sogar ziemlich passend, finde ich. So, was müssen wir hier die Sachen einsammeln? Dauert 5 Tage, den ganzen Quatsch einzusammeln.